Moin, Piper, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Bahnhof Renovierungssimulator. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Video. So, gleich haben wir's. Nur so ein bisschen. Ja, perfekt. So, nehmen wir Brecheisen hier und weg damit. Oh, weg damit. Zack. Hier wird alles zerstört jetzt. Bahnschienen machen wir gleich. Ein bisschen abschleifen. Aber hier liegt auch noch Müll. Dafür müssen wir erstmal die Hände in die Hand nehmen. Und Abflug. Ah, chillig. So. Noch ein bisschen Müll. Machen wir hier noch mehr Müll irgendwie. Wieder zurück zum Bahnhof. Ja, mach ich. Alles in Bann. So, dann machen wir hier einmal mit dem. Was brauchen wir? Schleifpapier. Machen wir da ordentlich hier. Gut. Was brauchen wir noch? Den auch noch zerlegen, okay. Hände und zack. Dann der Stuhl. Mach rein. Okay, besser. Gut. So, dann einmal hier säubern. Nehmen wir den Schwamm wieder in die Hand und abfahrt. Wurde hier natürlich wieder am Bahnhof gesprayt, das geht gar nicht. Das hat jetzt ins Ohr geknallt. So, wir brauchen wieder Hände, denn das Objekt muss noch weg. So, den Kram noch mitnehmen hier. Dann das immer dahin werfen. Sauber. Und hier im Gras noch irgendwie was. Dann. Müssen wir hier streichen? Ja. Sehr schön. Und hier brauchen wir unser Brecheisen. Mach kaputt. Zerlegen. Okay, ist klasse. Schön. Mach kaputt. Hier ist unser Spezialwerkzeug. Können wir nicht mit irgendwie hier halten? Ne, okay. Machen wir alles kaputt hier. Mach kaputt. Aber Gasflasche sollten wir vielleicht nicht reinhauen. Dann haben wir hier nochmal das. Diese, warum kann ich nicht von dieser Innenseite nach außen wegklumpen? So, machen wir es halt so. Zack. Auch wieder schön. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier schauen, ob hier hinten noch was ist. Nö. Okay. Müssen wir den noch? Nee. Gut, dann holen wir nochmal den Besen hier raus und schwingen den einmal. Wo haben wir einen Besen? Wo ist der Besen? Da ist der Besen. Ich schau mal hier den Boden rein, schön. So, ganz ordentlich hier. Wir haben schon 73% erledigt hier. Hände wieder in die Hand nehmen. Hier mit und einmal zum Container werfen. Machen wir hier noch ein bisschen kleinen Kram. Das dröhnt aber immer in den Ohren. So. Machen wir das hier alles. Werft doch nicht weg.
komm durch. So. Oh. Bitte? Danke. Junge, kleine Box. Die trifft aber. Nö. War auch nicht gut gezielt. Nochmal ein Sack. Freifahrt. Dann das hier. Hier brauchen wir den Besen. Haben wir hier nur Nummer 3, okay. Machen wir kurz schon mal weg hier. Mal weg. Okay. Dann einmal wieder die Handy in die Hand nehmen. Und einmal hinten hinschmeißen. Schade, ich dachte, da ist irgendwie was eingebaut, das hier explodiert. So, einmal nochmal einen Sack. Und bitte. Und ein kleines Fass noch. Ist brennbar. Oh, dann können wir es ja wegschmeißen hier. Können wir das aufmachen oder so? Müssen wir da was machen? Anscheinend nicht. Nehmen wir den Pinsel wieder in die Hand und machen hier einmal die Wand wieder schön. Oh, das wird traumhaft, Leute. Ich sage euch. Süßchen. Hier noch einmal säubern. 77% haben wir. Jetzt nimmt Form an. Und einmal wieder von außen das Fenster zerlegen. Nehmen wir schon mal hier Brecheisen in die Hand. Zack, zack, zack. Weg, weg, weg und weg. Und kaboom. Sehr schön. Liegt hier noch irgendwie Müll? Ja, so. Zack. Zack. Noch mehr? Nee, okay. Aber hier haben wir noch ein bisschen viel Kram. So, ja, wir sind in Janshausen, okay. Süßchen. Gleich haben wir's. Wir haben ein bisschen was. Ja, dröhnt auch immer. So. Einmal zurück zum Bahnhof, ja klar. Gerne doch. Hier noch was. Da ist noch was. Nimm mit. Machen wir da rein. Dann räumen wir das hier auch schon mal da rein. Ganz ordentlich stapeln jetzt hier. Damit mir dann nicht umfällt, ne? 91% haben wir schon. Gut gestapelt. Ist das hier Propangas oder was ist das? Ja. Einer. Auch noch. Das passt auch noch. Aber Hauptsache, es hält alles. Warum nicht das fette Paket eigentlich bei uns im Auto? Nicht wieder rausfallen. So. Hält. Nimm den Reifen in die Hand. Warum kann ich den Reifen nicht hin? Ja, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Hält wunderbar. Und schon 94%. Das Ding bringen wir auch noch auf die 100. Zack. Der Autoreifen ist wieder rausgefallen. Und die Kiste wieder runtergeschmissen. Hält. Okidoki. Ist hier noch irgendwas zum Aufräumen? Warte, wieso kann ich mein Handy nicht hier? So, das hat einen Cooldown, okay. Warum ist der hier rot? Der ist doch da drin. Ja, jetzt ist er drin. Dann können wir hier scannen, was wir noch brauchen. Nee. Okay, wir kaufen aber mal hier
kosten alle gleich, ne? Ja, die sind günstiger. Davon kaufen wir 2. Davon auch nochmal 2. So, einmal die 1er, die kommen hier wieder ran. Einmal. Zweimal. Den Müll nehmen wir noch mit. Einmal hinschmeißen bitte. Was getroffen sogar, sehr gut. Ich mache hier noch ein bisschen weiter ran. Dann müssen wir den Boden hier vermutlich noch fegen. Auch wieder reingeknallt. Jemand fegen? Okay, der Boden sieht einfach so versifft aus. Okidoki, dann graben wir wieder die Hände. Und platzieren jetzt die 2 hier. Einmal so. Und einmal andersrum. Und das kommt direkt daran. Oh, wunderbar. Muss hier wieder irgendwas rein oder so? Wir richten erstmal das Büro ein. So, kaufen wir mal was hier. Schöner Schüssel. Dann brauchen wir irgendwo einen Tisch oder so. Ja, wir haben uns auch mal ordentlich noch abgerissen. Dann. Irgendwo. Ich muss auf Tische gehen. Die Tische. Ja, so ein Schreibtisch brauche ich mir. Also, kaufen wir. So, wie schön. Dann einmal hier den Schüssel. Ist das Büro oder nicht? Oder wie oder was? So, kommen wir da hin. Und die 3. Einmal daran. Soll ich das auch noch? Kann sein. Oder soll ich das auch noch? Ne, soll ich das auch noch? Okay. Dann platzieren wir mal den Müll, aber den wir hier abgerissen haben. Zack. Dann insgesamt schon 98% erreicht. Kommt mir aber noch auf. Den können wir jetzt mit dem noch reinpacken. Das müssen wir einmal lernen. 99% haben wir. Kann man nochmal was verkaufen können hier? Eine Anzeige oder so, vielleicht haben wir schon einen Baumhof. Weil wir haben ja hier eine Tafel stehen. Wir nehmen noch mit. Wo kann ich Öl machen? Da kann ich auch hin. Wir scannen nochmal, ob wir irgendwas noch haben hier. Gegenstand zum Aufheben. In die Richtung? Wo denn? Nochmal soll ich hier noch aufheben. Ach da. Da, die Dose hier. Ja, jetzt haben wir es 100%ig. Das Level wurde beendet. Du hast alles erledigt. Du kannst auch herumlaufen oder du gehst ins Hauptmenü. Ja. Schauen wir uns unser Endprodukt noch einmal an. Hier schön. 2 moderne Sitzbankreihen. In Janshausen. Hier auch wieder alles schön gemacht. Wobei die Bänke, die können wir eigentlich nach drinnen stellen, ne? Kommt vielleicht besser. So. Nehmen wir die noch auf eine gleiche Höhe. Zack. Ist glaube ich besser, als wenn die hier draußen stehen, wenn man schon ein Häuschen hat. Mülleimer haben wir. Fahrplan haben wir auch irgendwie da. Jo. Ist aus meiner Sicht ein 1A Bahnhof. Nicht zu vergessen, ne? Das wunderschöne Büro hier. Kann man die öffnen? Ne. Großzügig ausgestattet hier mit Chefsessel. Machen wir nochmal. So. Alles, was den Chef begehrt, hat man hier. Machen wir nochmal hier irgendwas. Wir gönnen den Leuten hier nochmal was. Mülleimer brauchen sie nicht. Aber irgendwas Schönes gibt es hier noch. So ein schöner Getränkeautomat. Beziehungsweise Lebensmittelautomat, warum immer. Gucken wir hier so einen richtig guten. Kaffeemaschine. Snackautomat. Nein, Snackautomat hier. Dann Ticketautomat, ne? Auch wichtig. Ja, hier auch einen guten.
Anzeige, wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir auch gleich mit. Dekoration. Nehmen wir noch fürs Büro irgendwie so. Ja. Stimmt, kleine Topfpflanze. Überwachungskameras, auch ganz wichtig. Eine Kaffeemaschine, Radiator. Überwachungskamera, Monitor. Geldautomat. Der Computer ist natürlich auch wichtig. Mikrofon. Jo, Mäuschen noch für den PC. Und was nehmen wir hier noch so? Irgendwas steht jetzt noch dabei. Am PC brauche ich auch jetzt keinen Platz hier. Aber das heißt, dass man da auch immer aufdrehen vielleicht hat, wo man dann so ein bisschen mehr noch ausstatten kann. Oder soll oder muss, je nachdem. Jo, dann positionieren wir die 1 mal. Das ist aber jeder Körper hier. Notieren wir den mal. Wobei, der muss eigentlich ganz toll, ne? So, was ist hier rein? Zack. Jetzt können wir einen Kilometer weiter ran. So, ne? Ja, traumhaft. Jetzt werden wir wieder aufkommen. Ganz ordentlich. Dann haben wir jetzt einen Ticket-Automat. Der kann hier hinten noch hin. Dann positionieren wir so. Dann sollten wir auf den Bahnsteig draufkommen. Direkt erreichbar. Dann packen wir mal hier die Überwachungskameras ran. Einmal hier. Oh, shit. Der Geldautomat, der ist natürlich auch wichtig. Komm hier hoch. Und platzieren wir hier so. Ein bisschen rotieren, dass er ordentlich steht. Komm, drehen. Ja, und dann halt. Und jetzt hier so, ja. Das ist der Computer, ne? Ja. Dann stellen wir den Hightech-Computer. Natürlich auf den Tisch. Okay, hier nicht. Dann kommen wir neben den Tisch. Das hat du für den Chef. Ein Bildschirm. Machen wir mal so. Dann sagen wir gleich noch einen zweiten. Weil Chef gönnt sich natürlich was. Maus gibt's noch. Zack. Denn die Lade braucht Chef natürlich auch, wenn er hier so seine, ja, seine Arbeitstag drin verbringt. An sein Mikrofon darf man auch nicht vergessen. Was ist hier auch noch hin? Nee. Und hier nehmen wir die Maus ein bisschen rüber, dann passt hier aber auch mit dem Mikrofon hin. Mal rotieren. Ja, hier irgendwo passt das. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch eine Kaffeemaschine für den Chef. Und einfach auf dem PC, ja, passt schon. Und eine wunderschöne Topfpflanze. Achso, und die Anzeige nicht vergessen, ne? Wo klatschen wir hier ran? Dann holen wir nochmal hier. Anzeige, kann ich irgendwie eine andere noch kaufen oder so? Ja. Nehmen wir die hier, können wir an der Seite festmachen. Verkaufen wir die eine wieder. Und dann haben wir irgendwo hier doch noch für den Chef nochmal einen zweiten Monitor, ne? Ja, da. Weil Chef, der braucht schon ein bisschen was, um das alles überwachen zu können und so, ne? Da ist ein bisschen Größenunterschied drin. Aber was weiß ich, ne? Kann der Chef ja Überwachungskameras oder so draufpacken. Ah, nee, gar nicht. Den Überwachungskameramonitor haben wir hier. Gehört er an die Wand oder gehört er auf den Tisch? Gehört er auf den Tisch. Jetzt wird es schwierig. Da brauchen wir vielleicht mal erstmal nochmal einen anderen Tisch, wo wir den draufpacken können. Mal Regal oder was weiß ich. Nehmen wir hier was Schönes. Kaufen wir so ein Regal hier. Zack. Und da kann jetzt aber der Motor rein. Nicht? Na gut, dann kommen wir halt auf den Boden. Das Schiff immerhin nur ein Regal, wo er Sachen unterbringen kann oder so. Nehmen wir die Anzeige hier so hin. Kann man hier von außen schön gucken. Und würde ich sagen, wir kommen ins Tablet. Haben wir es geschafft? Klingen wir auch fertig. Sicher, dass du fertigstellen möchtest? Ja. Schauen wir das Ganze hier nochmal an. Ist wirklich traumhaft geworden. 5 Sterne, 100%. Haben wir geschafft. Ist das nicht schön, da? So einen schönen Bahnhof habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Jo. Ja, auch hier, ne? Das Chefbüro. Auch traumhaft. Können wir da vielleicht nochmal rein? Können wir eine Innenansicht?
Nee, okay. Gut. Bleib jetzt. Wenn es euch gefallen hat, gib dem Video gerne Daumen hoch. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und halt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.